Es ist ein lauer im Frühlingsabend und das Ende der Dienstschicht naht. Perfekt, um nachher zu Hause noch den Grill anzumachen und ein leckeres Feierabendgetränk aus dem Kühlschrank zu nehmen. Vorher geht es aber noch von Teltow bis zum Potsdamer Platz. Dort wartet bereits ein Kollege, der den Zug weiter bis nach Henningsdorf fahren wird. Beim Aufrosten können Sie sich Zeit lassen. Abfahrt ist erst in 4 Minuten. Es sollte eine ruhige letzte Fahrt sein. Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, Debbie, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Train Simulation mit dem BR481L. Und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, los geht's. Wir starten hier Teltow-Stadt. Wir müssen jetzt erstmal hier soweit alles fertig machen. Also, Tasche auf. Wir müssen jetzt erstmal hier hinten die Batterie einschalten. So, können wir hier schon mal die Fahrgastraumbeleuchtung anmachen. SIFA ist an, Fahrsperre ist an. Perfekt, das passt. Dann können wir uns die Schlüssel hier nehmen und das Ganze hier drehen. So, dann wollen wir Federspeicher aus, Hauptschalter ein. So, Tür links und lassen die Fahrgäste jetzt hier einsteigen. Müssen schon mal das Pult beleuchten. So weit, so gut. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Wir spielen heute ein Szenario, welches man sich runterladen kann auf Railsim, glaube ich, so heißt die Seite. Dort gibt es schon die ersten 2, 3 Missionen, die man sich runterladen kann. Das Problem ist, dass man das Ganze ja nicht über den Steam Workshop runterladen kann, weil der Steam Workshop nur Objekte annimmt, die halt auch aus Steam entstehen. Also praktisch Content, den man bei Steam kaufen kann. Und da es das BR481L natürlich nicht auf Steam gibt, kann man es dort natürlich nicht kaufen. Also dementsprechend, ja, ist man da ein bisschen so angewiesen, auf andere Seiten dementsprechend zu gehen. Und ja, wir haben es aber. Von daher wissen wir es ja, wie das Ganze dementsprechend funktioniert. So, wir wollen das Ibis einstellen. Und zwar sind wir heute auf der 25 bestätigen. Umlauf 4 bestätigen. Ziel 6, 8 bestätigen und 8, 4 Teltow-Stadt bestätigen und wir machen FGI Start. Somit haben wir das Ganze jetzt dementsprechend hier auch alles eingestellt. Ah, schön. Ein richtig tolles Addon, ja, also kann ich immer wieder nur ans Herz legen. So. Oh, wir können einsteigen hier. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. So. Perfekt. Nein, ich wollte hier gucken. Genau. Henningsdorf. Wundervoll. Ja, dann warten wir mal kurz, bis wir Abfahrt bekommen. Muss ja ganz mal kurz gucken. So. Jetzt müsste das stimmen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ah ja, jetzt haben wir es. Na, war jetzt eine Tortur. Das stimmt eigentlich alles. So, denn... Nach Henningsdorf zurückbleiben, bitte. So, Fahrtrichtung vorwärts. So, 60. Ja, die Aufgabe nennt sich Abendrot. Wir sehen es, ne? Sieht ja schon schick aus. Ah, das wird nachher so toll, wenn wir die vollständige S25 haben. Ja, wir hatten es ja jetzt letztens in den ÖPNV-News, hatten wir es ja drin gehabt, wurde ja die Baureihe 477 vorgestellt oder hier ein bisschen anders, ein bisschen abgewandelt. Für mich bleibt es die 477. Dementsprechend finde ich es extrem cool, dass man hier wirklich
nochmal ein älteres Fahrzeug nochmal mit reinnimmt, ja. Das ist natürlich auch so eine S-Bahn, ja, eine Berliner S-Bahn, die darf halt eigentlich gar nicht fehlen. Schon allein die Soundkulisse, ja, von der S-Bahn, von der damaligen 477, die war so einmalig, ja. Immer wieder ein Traum. Und dass die jetzt in den Trainsimulator kommt, das sind halt auf der S25. Übrigens, falls ihr die ÖPNV-News nicht geguckt haben solltet, denn das Addon nennt sich denn mitten durch Berlin. So wird sich das Ganze denn irgendwann, ja, so wird es genannt denn dementsprechend. Wie gesagt, die 477 denn dementsprechend, die wird da mitgeliefert. Alle sind ja nun, auch ich, bin ja vom Toaster ausgegangen, weil das halt ein Fahrzeug ist, welches heute immer noch so im Einsatz ist. Na, lagen wir wohl ein bisschen falsch. Lagen wir wohl ein bisschen falsch. Aber gut, damit hätte auch wirklich keiner mehr rechnen. Nächste Station, gerechnet halt, ne? Lichterfelde Süd. So. So, und gleich verbremst, wa? Hm. Nee, das sieht noch gut aus. Da muss ich nochmal fummeln. Ausstieg links. So, Ausstieg links. Ich muss nicht abfertigen. Ja, genau, also so wird es dann halt auf jeden Fall sein. Freue ich mich sehr drauf auf das Addon. Jetzt noch mehr und die Bilder sehen einfach fantastisch aus. Ich kann euch die Seite von dem Banyan wirklich wärmstens ans Herz legen, ja, falls ihr euch noch ein bisschen informieren wollt über dem Addon mitten durch Berlin. Er macht das wieder richtig, richtig klasse. Es wird wahrscheinlich mein Addon. Würde ich wahrscheinlich dann nur noch rauf und runter spielen werde. Das Ganze gebündelt hier mit diesen zwei tollen S-Bahnen, da kann es mir eigentlich nicht mehr schlecht gehen. Und man muss halt dazu sagen, man hat dann so ein bisschen das Feeling von dem damaligen Microsoft Train Simulator. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Microsoft Train Simulator noch so ein bisschen in Erinnerung habt. Ja, da gab es dann auch die Baureihe 481 und die 477 in einem Addon. Aber damals halt noch ist man von Spandau zum Ostbahnhof gefahren. Nächste Station, Ostdorfer Straße. Genau, und da kommt dann natürlich nochmal so ein bisschen Nostalgiefaktor dazu. Also alles in allem richtig, richtig toll. Gut. Ausstieg links. Ausstieg links. Fantastisch. Müssen ja nichts machen. Macht ja hier alles automatisch. Der Rucksack kann man nicht zumachen. Ach ja. Wir werden uns übrigens auch im 24-Stunden-Livestream wahrscheinlich noch die eine oder andere Aufgabe geben hier. Also, wenn ihr mehr sehen wollt vom BR481 Addon, dann müsst ihr da auch einschalten. Da gibt es dann auch was zu gucken. Da werden wir auf jeden Fall, ich denke mal, so ein, zwei Aufgaben noch fahren zusätzlich. Und dann werden wir halt auch noch so ein bisschen anderes Gedöns fahren. Ich bin mal gespannt, was wir da so machen. Der Trainsimulator ist ja mit dabei.
Kommt auch noch ein bisschen Susi für unsere Susi-Fans, die wir in der letzten Zeit doch ganz schön vernachlässigt haben. Aber auf jeden Fall ist es zumindest schon mal angedacht, dass das Ganze dann kommen soll. Wie gesagt, ob man es halt wirklich umsetzen kann, hängt ja auch immer ein bisschen jeweils davon ab. Ne? Hat man denn jetzt gerade im Moment Bock drauf oder so weiter und so fort. Auf jeden Fall, dieses Wochenende solltet ihr euch auf jeden Fall merken, denn dort machen wir den 24-Stunden-Livestream. Tendenz aktuell liegt gerade bei von Freitag bis Samstag jeweils von um 9 morgens. Sollte das halt. Nächste Station, Lichterfelde Ost. Übergang zum Regionalverkehr. Sollte das denn eventuell nicht am Freitag stattfinden, denn spätestens am Samstag denn. Einen kleinen Streamplan haben wir denn auch schon fertig, dass man gucken kann, was alles kommt. Wir werden Lotus machen, Omsi, klar, wir werden eine Leitstellenfahrt abhalten. Wir werden die Lotus Minigames spielen. Train-Simulator, Susi halt, bisschen Bus-Simulator, vielleicht noch Multiplayer, müssen wir mal gucken. Und dann, ja, endet es ja auch schon fast wieder. Eine 24 Stunden klingt viel, wenn du aber dann so am Zocken bist, ist es denn Ausstieg links. Nicht mehr ganz so viel Zeit halt. Auf jeden Fall, wie gesagt, solltet ihr euch merken, würde ich mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch dann wiedersehe beim 24-Stunden-Livestream als kleines Dankeschön für 5000 Abonnenten. Hallo! Ja, also das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt mal geguckt, MicroHazard TV, also von dem Ursprungskanal, wo ich ja übrigens ja mal vor Ewigkeiten ja mal war, die haben jetzt 3100, also sie sind auch schon über 3000 rübergekommen. Hätte ich gar nicht gedacht halt. Und ja, da kam nicht eine Reaktion. Nicht eine Reaktion kam da. Irgendwie mal so ein bisschen so Glückwunsch oder sowas. Also da merkst du halt, dem Eisträgern, den interessiert es überhaupt nicht, was ich hier mit meinem ÖPNV-Kanal mache. Ich weiß auch, damals war der so stinksauer gewesen, dass ich gegangen bin. Aber es ist halt so, ne? Warum soll ich mich denn jetzt da weiterhin binden, ja, wenn mir der Content einfach nicht mehr gefällt, den die Leute da spielen? Ja, ich meine, er hat ja nun Gott sei Dank Glück, dass der Heiko ja da so ein bisschen mit dranhängt, ja, dass er da so ein bisschen Spaß dran hat an den Spielen, die der Eisträger so spielt. Aber meins ist es halt einfach nicht mehr gewesen. Und ja, wenn man sich dennoch streitet, dass meine Videos öfter geklickt werden als seine Videos, dann bleibt doch eigentlich keine andere Wahl, um zu sagen, so pass auf, ich gehe. Ja. Mach jetzt meinen eigenen Kanal, aber dennoch war er sauer gewesen. Also, egal wie du machst immer falsch halt, ja. Also, das ist immer wieder. Nächste Station, Lankwitz. Fantastisch. Aber nichtsdestotrotz, 5000 Abonnenten, damit hätte ich niemals gerechnet. Vielleicht in ein paar Jahren, aber dass wir die doch so relativ so schnell nach anderthalb Jahren jetzt schon zusammen haben, finde ich mega nice. Also das ist ein wirklich großes Vertrauen. Und wer weiß, was mit dem Kanal noch so alles möglich ist. Ja, also das ist ja dann halt auch mal so eine Frage, was könnte man machen, ja, damit das halt gerechtfertigt wird, halt die Abo-Zahl und alles sowas. Und wir werden natürlich Ausstieg weiterhin links. Uns viel Mühe geben. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Dass wir hier wirklich weiterhin Content abliefern, natürlich guten Content abliefern. Ich meine, ich habe schon so oft Folgen in den Müll geschmissen, weil sie dann einfach absoluter Fail waren, weil sie mir selbst dann nicht gefallen haben. Sowas kommt dann tatsächlich dann auch noch. Ja, dass ich dann, die Folge ist komplett fertig. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, was für ein Mist. Ja, sowas gibt es leider auch. Aber im Großen und Ganzen hält sich das noch so ein bisschen im Rahmen, denn, ne? Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Ja, dementsprechend will ich das gerne feiern wollen. Und deswegen auch der. Ja, 24 Stunden Livestream als kleines Dankeschön für unser 5000 Abo-Special.
einiges passiert in der Zeit. Tolles, nicht so tolles, ist passiert, aber man kann das irgendwie... man wächst mit den Aufgaben, sage ich mal, so ein bisschen. Ja. Man lernt Leute kennen, ja, wie sie halt sind und wie sie nicht sein sollten, tatsächlich auch. Das hatte ich hier auch auf dem Kanal. Wir hatten leichte... Ja, mir fällt jetzt kein anderes Wort dafür ein, als ja, so ein bisschen Hinterfotzigkeit. Ja, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Südende. Im eigenen Team, das ist natürlich geht gar nicht. Das Team muss zusammenhalten. Wenn das Team nicht zusammenhält, dann kann das Ganze hier auch nichts werden. Kann ich dann von euch verlangen, denn, dass das dass wir dann zusammenhalten, wenn ich es nicht mehr schaffe, dass mein Team irgendwie sich zusammenreißt. Alles schon gehabt, wirklich alles schon gehabt. Aber, ja, wie gesagt, jetzt ist alles im Lot. Wir feiern jetzt 5000. Und wer weiß, wo wir in 3 Jahren stehen. Verbremst. Hey. Halt doch an. Ausstieg links. Naja, ein bisschen blöd. Naja, passiert. Passiert. Kann ich nicht ändern. So. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Kann ich die Tür aufmachen? Sonst kann ich gegen eine Scheibe. Der Kollege kommt auch gerade von vorne. Ja, wie gesagt, das nun mal so mal als kleiner Hinweis für das Wochenendprogramm hier bei uns auf ÖPNV-Simulation. Und dann schauen wir mal. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. So, weiter geht's. Oh, das wollte ich gar nicht. So, das wollte ich. Oh, ja, noch ein Bild. Ach Mann. Ich drücke die falsche Taste. Nächste Station, Priesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Ja, die S2 fährt hier bei mir Buchauer Chaussee lang. Ist auch gleich bei mir um die Ecke. Also ist schon ein Knotenpunkt hier gefühlt, ja. Denkst du, wo ist am Ende der Welt? Und dann ist es eigentlich hier alles, spielt das hier alles im Karree. Das ist schon eine coole Sache. Ich habe mich auch über die Erkner-Strecke gefreut, keine Frage, ja. Wenn es Erkner-Ostbahnhof oder sowas, Erkner-Spandau oder irgendwie sowas, das wäre natürlich auch eine schicke Linie gewesen. Fährst du erst so durch Wälder und alles sowas dann und dann bist du mitten in the City. Das wäre natürlich auch ziemlich nice gewesen. So, dann... Ausstieg links. Ausstieg links. Oh, ey. Ich lerne das auch nicht. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. So, lass uns mal einsteigen hier. Ja, können wir die Bremse schon wieder ein bisschen lösen.
So. On the way. Ja, ich bin ja schon da. Ah, wie die Bäume hier schön in der Luft schweben, auch großartig. Ah Mann, das wird so toll, es wird alles so toll. Dieses Jahr ist irgendwie so gefühlt ein richtig geiles Jahr. Der August, der wird richtig toll. Ja, mit Flight Simulator 2020 und TSW 2. Ah, da kommen richtig zwei Spitzensimulationen auf uns zu. Auch wenn ich weiß, dass viele den TSW 2 für, naja, nicht so geil finden, weil sie ja schon ein bisschen hart sind, muss ich sagen. Finde ich persönlich auch nicht in Ordnung, dass man da jetzt vielleicht, man hätte ja zumindest das Hauptspiel an sich ja weitergeben können, aber dadurch, dass es ja irgendwie eine komplett, also es ist zwar die gleiche Engine, die überarbeitet wurde, aber meine, es hat ja auch mit dem Train-Simulator funktioniert, wo man das Ganze von 32-Bit auf 64-Bit halt praktisch ja ne, gepatcht hat und alles sowas. Das war ja auch irgendwie nächste möglich Station, gewesen, dass man da eine nicht zahlen musste. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld und Messe Nord ICC steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport and Messe Nord ICC, please change here. Ja, wie gesagt, war es da halt auch möglich gewesen, ne? Ich meine, wenn man sich vielleicht ein bisschen vielleicht bindender hätte sein wollen, dann hätte man auch sagen können, okay, das Hauptprogramm ist dann kostenlos halt, ne? Dass man dann zum Beispiel dann auch die ganzen Szenarios darstellen kann. Aber wenn ihr den Content haben wollt, dann müsst ihr bezahlen. Finde ich persönlich, ist komplett in Ordnung. Ja? Ich meine, das ist beim Train-Simulator ja nicht anders. Ihr bekommt das Hauptspiel halt, das wird geupdatet. Ja? Und Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Wenn ihr den Content halt haben wollt, dann müsst ihr dafür halt bezahlen. Also das finde ich ja, das ist vollkommen legitim, bin ich der Meinung, dass man halt keine, wenn man nicht das Spiel einmal kauft, die nächsten Versionen und zusätzlich die ganzen Strecken da mal gratis bekommt, ist natürlich ein bisschen too much, selbstverständlich. Aber wie gesagt, das Hauptprogramm, das hätte man da vielleicht irgendwie kostenlos anbieten können, aber halt, wenn man den Content haben möchte, dann zahlt man halt. Gut, wir stecken jetzt hier dahinter. Nach Hennigsdorf, zurückbleiben bitte. Wir können dann natürlich gar nichts machen. Und von daher, ja, müssen wir uns mit dem begnügen, was wir kriegen. Gekauft so oder so. Ich hätte mir das Ding auch gekauft, wenn es jetzt die TSW 2 jetzt gegeben hätte. Ja, schon allein der Content. Hallo, U-Bahn fahren. In London. Das ist großartig. Ja, ich bin schon da. Oh, geil. Cool. Richtig nett hier. Kann man denn eigentlich auch pausieren, ja, ne? Warte mal, das will ich jetzt mal testen. Ah, nee, du kannst halt... Kannst du zwar pausieren, aber du hast halt die ganze Zeit dieses Fenster da vor der Nase. Das wäre natürlich geil. Da steht definitiv ein S, das ist keine 80 letztens. Jemand wollte mit mir diskutieren, dass da stand 60. Es war definitiv keine 8 oder keine 6. Es ist ein S. Also Zahlen von Buchstaben kann ich noch unterscheiden. Nächste Station, Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. So, Siefer bestätigt. Joa. Schon wieder Yorkstraße. Oh, bis der bremst, war.
Ausstieg links. Jetzt sehen wir natürlich gar nichts hier. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Schöne Aufgabe, ja. Ist halt wirklich nichts, aber das war schon ein ziemlich cooles Future da gewesen, weil sie da gesessen haben, da mit ihrer Museumsbahn. Hinten Potsdamer Platz, ne, sieht man zum Beispiel auch so einen Ausschnitt, den man ja im Ding sieht. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. Oh, hab ich vergessen. Zugvektor nach Hennigsdorf. Abfahren. Ja, tschüss. Feierabend. Ja, bei Sebastian, ne? Da sieht man auch den Potsdamer Platz. Und das sieht man ja auch diese Kuppel da. Mal bremsen. Ja. Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Anhalter Bahnhof. Ja, dann gibt es noch ein weiteres Szenario, das nennt sich Eiseskälte. Weiß ich nicht, ob ich das mir antun möchte. Ist immer irgendwie ärgerlich, du fährst die Aufgaben und der Trainingsmonitor kennt irgendwie nicht, dass du alles gemacht hast, was verlangt wurde. Dementsprechend die Aufgabe immer schon mal umsonst gefahren bist. Was mir jetzt eigentlich persönlich vollkommen egal wäre. Ausstieg links. Ich hätte nur bloß schwer, wenn du dir mal vorgenommen hast, dann würdest du mal ein Addon, was du dir gekauft hast oder was du bekommen hast, ja, mindestens mal komplett durchspielen, wo du wirklich an einem Addon alle Häkchen dran hast. Ich habe nicht ein Addon, ja, wo das ansatzweise der Fall ist. Und das wäre natürlich cool gewesen, wenn man das Ganze jetzt hier bei dem BR481 Addon machen konnte. Ich meine, wir haben auch noch so zwei, drei Aufgaben, glaube ich, die wir noch nicht gefahren sind. Deswegen meine ich ja, das sind dann so wahrscheinlich dann die Aufgaben, die wir uns dann im 24-Stunden-Livestream angucken werden. Da haben wir dann auch die Zeit dafür. Und ja. Das geht nicht, weil der Trainingssimulator hat gesagt, ich habe irgendwas nicht gedrückt oder sowas. Super ärgerlich. Auch schon alleine, jetzt so ein bisschen so zurück überlege, so die ÖPNV nicht so ein bisschen passieren lasse, schon allein wie die Tunnel aussehen, hier und in dem BR481 Addon, ja, das sind Welten. Das sind Welten, die dazwischen sind. Deswegen, also, die Seite vom Bahnjahr solltet ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr euch wirklich für das S25 Addon interessiert. Also für das mitten durch Berlin Addon. Nächste Station, dann, Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Lest euch da die ganzen Texte durch, die er dazu geschrieben hat, schaut euch die Bilder an und dann wird wahrscheinlich euch auch die Kinnleiter runterfallen und ihr werdet denken so, ach komm endlich. Endlich komm. Wir wollen dich spielen.
So, Potsdamer Platz. Der Kollege sollte uns jetzt hier irgendwo empfangen. Da vorne steht er schon. Ja, ja. Kommen wir schon. Ist ja cool, wie sie da auch die Menschen hingestellt haben, ja. Ja, wie gut in der Zeit. So. Ausstieg links. Ja, kommen Sie rein, junger Mann. Kommen Sie rein hier. Ich liebe das. Ah, ja, Leute, das war's mit der Aufgabe heute hier mit dem BF-81N. Ein tolles Szenario, der das erstellt hat. Wirklich einen Daumen nach oben dafür. Das war, wie gesagt, die Mission Abendrot. Und dementsprechend, wie gesagt, auf RailSim könnt ihr euch diese Aufgabe runterladen. Es wird nichts extra benötigt, außer natürlich dem Addon. Und dann könnt ihr das Ganze schon losspielen. Hier seht ihr schon wieder. Szenario nicht vollständig, weil wir... Oh, ich habe alles gemacht. Diesmal habe ich wirklich darauf geachtet, dass ich alles drücke. Ist halt so. Kann ich nicht ändern. Verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.